Yo Leute, was geht und willkommen auf dem Rub Nation Kanal. Ja, es ist wieder Dienstag, ihr wisst Bescheid, jeden Dienstag ein Reaction Video auf eure Nacken, ihr wisst es doch. Heute bin ich gar nicht alleine, sondern ich habe jemanden noch dabei, der ist zwar nicht hier bei mir, aber am anderen Ende von meinem Laptop, und zwar der gute Weiß. Moin Moin. Genau, wir haben schon den ersten Teil von diesem Video auf seinem Kanal reagiert und es wird natürlich auch unten verlinkt sein, deswegen checkt es dann auch gerne mal ab. Falls ihr ihn nicht kennt, er macht auch richtig coole Videos. Wir sind eigentlich fast von der gleichen Größe, wir haben das gleiche Motorrad. Also ziemlich viel haben wir gemeinsam. Auf jeden Fall. Und deswegen bockt es auf jeden Fall. Falls ihr mehr sehen wollt von uns, dann schreibt uns das gerne. Das freut uns immer mega, positive Kommentare zu lesen. Kurz vorweg noch, wir schauen ein Video von Querly an. Es war, glaube ich, Best of 2015, wenn ich da richtig... Ja, ganz genau. Ja, es ist 2015. Genau, genau. Schon ewig lang her, deswegen kommen immer wieder Stellen raus, da wo ich mir denke so, oh mein Gott, wie geil. Deswegen freut es mich mega, dass er das rausgesucht hat. Finde ich cool. Ja. Und ja, mich hypt das Video auch komplett weg. Ich habe das mir ehrlich, ohne Witz und übertrieben, über 20 Mal schon angeguckt. Einfach immer abends gegönnt. Das ist halt einfach so ein geiler Vibe. Ja, voll. Und hast du noch was zu sagen? Ich würde sagen, wir gönnen uns das Video und ich hoffe, das wird genauso witzig wie der erste Teil. So machen wir das. Okay, let's go. Ich habe auch damals immer, wenn ich ein Querly-Video, wenn das rausgekommen ist, ich habe mir eingespeichert am Handy. Hey, jetzt ist Zeit, Handy her oder YouTube einschalten und draufklicken, einer der Ersten sein. Ja. Auch die Sprünge jetzt, ne? Die sehen überhaupt nicht hoch aus. Habe ich mir auch gerade gedacht. Wenn du mal mit dem Motorrad vom Kannstein ein bisschen schneller gefahren bist, dachte man schon, oh, mit eher 100 Sekunden. Und jetzt sieht man das und man kann es auch gar nicht so wahrnehmen, wie das eigentlich wirklich ist. Das kann man auch voll im Vergleichen zum Wheelie. Wenn man Wheelie macht, dann fühlt sich der, wenn du gerade machst, extrem lang vor und im Video dauert der dann so eine Sekunde. Und ich denke, das kenne ich. Ja, und man denkt auch, man ist am Schleifpunkt, am Kipppunkt und man ist einfach nur ein Dreiviertel hoch oder ja. So. Und vor allem die ersten Wheelies, die sind überhaupt nicht hoch. Und man denkt halt schon, oh, man ist irgendwo wie der Moji, der hat sich jetzt auch die 7-1 geholt. Ja, und der meinte ja auch so, oh, ich bin mega hoch. Und war nur so ein kleiner Sprung. Aber die ist halt die so. Haben ja sogar ein Video zusammen gemacht, gell? Hast du das schon gesehen? Ja, habe ich gesehen, habe ich mir reingezogen. Das fand ich mega cool. Das fand ich auch mega geil. Ja, aber finde ich auch geil, wenn Motovlogger was zusammen machen in der Szene, wie bei uns beiden jetzt zum Beispiel auch. Ja. Das finde ich einfach entspannt. Ja. Ei. Ja, das ist heftig. Mal dieser See, ne? So was gibt's bei uns nirgends. Du findest nirgends so einen Spot, wo man Wheelies üben kann. Das ist bei uns so schlimm. Ja, aber bei mir schon ein bisschen besser, aber so ein Spot, ohne Witz, wenn man das sieht, wo ist das? Mhm. Wo ist das? Wo kann man so, und da ist nichts, irgendeine Parkfläche, aber wieso ist sie so lang und so groß und dann noch geteert? Bei mir wäre das irgendein Hoppelacker dann. Ja, aber ja. So? Also, wenn es jemand weiß, wo das ist, ich will da unbedingt hin, schreibt es bitte rein. Alter, krank. Ich glaube, das war, ich bin mir jetzt nicht sicher zu 100%, aber der war mal in der Schweiz. Und wir waren, an dem Tag haben wir versucht, der hat nämlich was gepostet, yo, wir sind dort und dort. Und von uns ist es nicht so weit weg gewesen. Ich glaube, eine Stunde Fahrzeit oder eineinhalb Stunden. Und wir fahren dorthin, wir waren zu dritt und stehen so an einem Bahnschranke und fahren dann auf so einen Hügel hoch und wir finden ihn einfach nicht. Und als wir dann wieder umgedreht sind, um nach Hause zu fahren, machen wir das Handy auf und auf einmal schickt er so einen Post, dass der genau am gleichen Bahnschranke war wie wir. Nur halt zeitversetzt eine halbe Stunde früher oder sowas. Und ja, ich denke mir so, nein, krank. Ja. Das war richtig bitter. Wenn der Robin, wenn du das siehst, du weißt genau, wie es war. Das war saugeil. Aber so Aktionen sind halt immer witzig. Auf jeden Fall, ja. Das ist vor allem jetzt hier der Bodensee gewesen. Also, dort komme ich her. Ja, cool. Ja, ich aufpassen.
Fährst du eigentlich solche Kurven jetzt mit Beinen raus oder fährst du einfach die straight? Ich mache das manchmal so, manchmal so, Fuß aber raus, hanging off. aber Ja, Fuß raus. kein Knie raus oder sowas. Nee, Nee, genau, also Knie raus, also hanging off sowieso nicht, bei mir, also mit Supermoto nicht, ja. mit meiner KTM RC bin ich mal auf der Rennstrecke gewesen und da bin ich dann auch richtig hanging off waren. Aber mit meiner Husqvarna, da fahre ich entweder mit Bein raus mal oder also mit Fuß raus oder so. Aber ich weiß gar nicht, manchmal fühlt sich safer an, aber ich glaube, wenn du dann einen Unfall hast und wegrutscht, dann hast du richtig Problem, wenn du da aufs Bein knallst und so rausstreckst. Ja, also ich habe den Fuß meistens nicht so extrem nach vorne gestreckt, Ja. sondern ich habe den Fuß so immer so ganz leicht über den Boden gleiten. Weil Okay. ich hatte schon mal das Problem, es war dann ein bisschen feucht an einer Stelle und dann ist mir das Heck voll weggerutscht und ich habe mich dann gerade noch auf dem Fuß, habe ich noch meine Stabilität drauf bekommen, weil ich einen Druck ausgeübt habe und habe das Ja. Moped dann wieder aufgerichtet bekommen. Oha, und wie Und schnell warst du da aber? boah, das war sogar in einer Kurve. Ich weiß nicht, 60 hatte ich auf jeden Fall drauf. Boah, Und Alter. das bringt, also mir hat das mein Moped gerettet. Das war damals sogar noch die SMCR sogar noch, genau. Ja, und kurz zur Landschaft noch. Wir reden so viel. Die Landschaft, hey, Alter, da ist einfach ein See am höchsten Punkt des Berges. Was? Wie Und geil. der Grünton von den Bäumen ist auch komplett krank. Einfach so heftig. Traumhaft Und oben ist schön. ja noch ein See, siehst du das? Ja, Doppelsee. das ist Hammer. Also, Echt Hammer. echt geil. Da war der, glaube ich, sogar mit dem Kenny, gell? Ja, Ja. war. Ja, habe ich gesehen. Also, nur das. So heftig. Dabei auch lenken können. War ja gerade die SMCR. Also der Kenny, der hat die jetzt gerade so richtig hinten gehabt. Wie geht Ja, sowas? Das weiß ich ist. auch nicht. Echt, also eigentlich jeder würde zur Seite fallen. Und warst du schon mal so, nicht so krass, aber schon mal hinter dem Kipppunkt so ein bisschen? Ich Ja, hatte ja, das ja. auch. Und dann merkst du so, wie dann nach links und rechts schwankt die Maschine richtig. Also man merkt richtig, dass sie so. Ich weiß auf jeden Fall, warum sich so viele Leute nach links und rechts abpacken. Kannst du so ein bisschen lenken und biegen? Oder eher so immer Ja, geradeaus? das geht eigentlich. Manchmal geht's gut, manchmal geht's gar nicht. Ich weiß es Okay, nicht. ich hab's gar nicht. Ich habe null, also ich kann geradeaus fahren und ich kann schnell wieder runterkommen, aber ich kann noch nicht lenken. Also habe ich kein Gefühl für Ja, irgendwie. du musst den Lenker entweder so einschlagen, dann ist der höchste Punkt oben. Deswegen drückt es dich dann automatisch so ein bisschen nach rechts. Und wenn du den Lenkrad Ah. so einschlägst, dann drückt es dich automatisch Muss natürlich wieder auch nach nur aufpassen rechts. mit dem Runterkommen, sonst packst du dich ab. Genau, da musst du drauf gucken, ja. Und ich habe jetzt auch festgestellt, ich muss sowieso beim Wheelen das schräg stellen, weil ich sonst gar nicht oben rüber gucken kann. Weil es sonst so hoch ist. Ja, voll. Alter. Das ist super, das ist so geil. Ach, schade, das ist gar nicht das Video, wo das gezeigt wird. Mit dem Paintball. Das ist doch ein anderes. Ist es das Best-of Ja, oder? das war doch gerade. Ja, aber da gibt es ein Video, da fährt der immer im Wheelie vorbei. Zoom, 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 zoom. Und einmal bremst er Ah, dann immer voll wieder. Ja, ab. ich weiß schon. Ja, Ich genau. weiß schon. Das Video ist My Perfect Year. Ah, okay, ja. Driften? Bist du da? Driften? Nee, gar nicht. Da Gar in der nicht. Welt? Ich auch gar nicht. Echt nicht. Ich weiß auch nicht, wie man mit, zum Beispiel bei dem Condi, der ist so am Kleben, ne? Also der klebt wirklich. Wenn du da Grip verlierst und dann irgendwie Grip wieder komisch fängst, dann haut sich ja voll auf der anderen Seite runter. Ja, und du Also hast auch einen da. Abrieb, glaube ich, der Vergeltung. Ja, auf Das jeden kommt auch Fall. dazu. Und Ja. der Conti Attack SM, den hat mich, glaube ich, ich hatte den maximal 1500 Kilometer oben, dann war der durch bei Der war mir. komplett durch. Der war unten, komplett. Dann wurde ich Alter. ja eh auch gefickt von der Polizei. Da musste ich ja So? mal Strafe zahlen und einen Punkt habe ich auch bekommen für das. So? Die abgefahrenen Reifen? Ja, genau. Punkt und Was? 100 Euro, glaube ich, oder so. 120, 100, irgendwie Ich sowas in darf der mir keinen Richtung. mehr erlauben. Ich habe schon jetzt gerade einen mit dem Auto bekommen. Oh, Ja. shit. Bisschen schnell unterwegs gewesen, muss ich aufpassen. Okay, ja, mit deinem 200 PS Auto. Ja.
Wie geil. Ich frage mich auch mal, wie der die Kamera sauber haben kann. Stimmt. Muss ja andauernd abwischen. Andauernd. Der hat immer die Kamera sauber. Immer. Oh, das Lied. Hat die Birne gar keine Beule, nix. Ja, ist wirklich. Aber gibt dir der Sound etwas? Der Zweitakt-Sound? Mir gibt der nicht viel. Oh, ich finde den ja auch so richtig cool. Geil. Aber ich glaube, das müsste ich mal selber fahren. Ich habe ja eine zweite Maschine, eine Derby halt. Mhm. Und die ist wirklich, die ist so am Schreien bei 90. Also die ist wirklich, das, wenn du mal bei mir bist, dann fährst du mal eine Runde mit der. Okay. Und dann weißt du, was Zweitakt ist. Mhm. Aber das ist ein bisschen komisch. Also es ist wirklich Zweitakt gefahren und dieser Boost. Du bist wirklich noch nie Zweitakt gefahren? Ja, nee, eigentlich nicht. Nee, dann also kommst Roller du zu damals, mir. Aber das nee, ist nee, okay. Nee, aber dann kommst du zu mir und dann Kollegen von mir haben richtige 300er Zweitakt und dann fährst du mal so eine. Das ist ein Boost, der dir auf einmal gibt. Untenrum passiert gar nichts und auf einmal haut es sich so weg. Das ist so heftig. Echt. Kann sich gar nicht vorstellen irgendwie. Kann man sich echt nicht vorstellen. Das ist so heftig. Wie kommt man überhaupt dort hoch? Das ist ja das Nächste. Stimmt. Die müssen jetzt komplett durch die ganze Pampa, glaube ich, fahren. Ja, aber der hatte jetzt ja auch schon mit Anzeigen und so zu tun. Geht ja, deswegen macht er auch gar nicht mehr so viel, gell? Ja, mit dem Zoom. Der ist im Ausland unterwegs. Ja. Boah, so eine schicke Liedstelle. Wie lange die hier halten, ne? Können wir jetzt immer so weiterfahren. Ja. Ja, der hat schon deinen Lifestyle. Oh. Wie man eben gerade gesehen hat. So sind die also da hochgekommen oder runtergekommen. Die sind da wirklich komplett im Hügel. Das ist echt heftig. Ja. Das ist echt heftig. Oh, das Feeling. Die Sonne ist so tief. Ich kenn's von meinem Helm, der ist so für das gar nicht gemacht. So ja. Schlimm. So einem Christmas Rideout? Nein, von denen noch nie. Ich war aber mal bei einer Feier hier in der Nähe und da waren die Hamburg Wheelie Kids mit ihrem Wagen. Mhm. Da war einer mit der SMCR und noch einer mit einer anderen Maschine und die haben da auch ein paar Tricks gemacht auf dem Gelände, aber haben auch die ganze Zeit im Drehzahlbegrenzer und so, haben die ganze Zeit Burnouts gemacht und so. Und das war halt abends vor einer Feier und die standen dann auf dem Parkplatz, war natürlich eine riesen Meute davor. Mhm. Und deswegen, aber da habe ich mal Stunts so gesehen, aber noch nie so richtig so Rideout mitgemacht. Was du da? Ich bin bei sowas allgemein fast nie am Start irgendwie. Weiß nicht, ich mag es nicht unbedingt so gerne in so einer riesen Gruppe immer zu fahren, weil man muss immer gucken, oh, wer macht was und bloß, dass die keiner reinfährt oder ja, so. Ja, ist immer so eine, ja. Es gibt viele Leute, die übertreiben und dann beim Wheelie an so einer Gruppe von 50 Leuten vorbeifahren. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Oder rechts überholen oder so. Also es geht halt nicht, wenn man auch mit Jungs fährt. Man muss sich auch wirklich darauf verlassen können. Ja, aber nee, bei den neuesten hat er es nicht mehr, glaube ich, oder? Doch, warte, ich meine, es ist das neueste an. Ah, lol. Er hat es wieder reingemacht. Aber das hat er eine Zeit lang nicht drin, oder? Er hat es 3 Jahre oder 2 Jahre nicht drin gehabt. Zwei Jahre, würde ich sagen. Echt? Und jetzt hat er es wieder reingemacht, ja. Ich glaube, vor 2 Videos oder so hat er es wieder reingemacht.
Aber deswegen, Ja, so richtig okay. oldschool, ja. Und ich habe das letztens gesehen in seinem neuesten Video und das war echt geil. Geil. Ja. Ja, chillig. Auf jeden Fall. War cool. Also mir hat's mega gefallen. Viel gelabert. Ich sehe es gerade auf meiner Kamera, wie viel wir da drüber geschwätzt haben. Das war's jetzt zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Checkt gerne nochmal den ersten Teil ab beim guten Twice. Ist auch richtig gut geworden. Versprochen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und Und tschüss. tschüss. Was ist denn euch?